Ja, ich ahne schon, die Frage wird trotzdem beantwortet. Ja, meine Damen, meine Herren, bitte können wir nicht aufrücken. Vielleicht kommt der Bürgermeister auch mal mit nach vorne. Vielleicht auch das mal vorangestellt. Darf ich erstmal Danke sagen für die nicht umfangreiche Geduld, die wir allen Beteiligten abverlangt haben. Das ist zunächst mal die Schulgemeinde hier am Schulstandort, aber das sind natürlich auch unsere Handballerinnen der Bundesliga, die mit vielen Zwischenlösungen klarkommen mussten. Und ja, wir sind dann leider auch mit der Baumaßnahme in die Situation hineingekommen, die alle Projekte dieser Art treffen, aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine, der nachfolgenden Verwerfungen. Im Baumarkt hat es natürlich auch die Lieferketten für dieses Projekt betroffen und wir haben leider hier und da etwas Verzögerung erfahren. Strich drunter, jetzt aber weg von den Molltönen hin, den Blick nach vorne gerichtet. Wir haben ein tolles Projekt, auf das wir sehr stolz sind. Dazu wird uns gleich der Architekt auch mal ein paar Detailinformationen geben. Die Halle, 32 Jahre in Betrieb gewesen, war dringend sanierungsbedürftig in vielerlei Hinsicht, ob das ein Brandschutzthema war, ob das die Installationstechnik war, Elektrotechnik war, der energetische Standard, die Sanitäreinrichtungen, alles das ist im Wesentlichen angepackt worden. Vielleicht ganz kurz zu den Eckdaten, das Gesamtprojekt rund 6,9 Millionen Euro schwer. Das hat der Landkreis aber nicht alleine getragen, auch das gehört zur Wahl mit dazu. Der Landkreis ist gut unterstützt worden über das Kommunale Investitionsprogramm, finanziert vom Bund und Land. Rund 4,76 Millionen Euro Zuschüsse hat es gegeben, die, wie ich finde, sehr gut auch eingesetzt worden sind. Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, jetzt schon mal für den Schulbetrieb die Halle freizugeben, sodass wir da jetzt auch keine weiteren Verzögerungen mehr sehen. Hinter mir sehen Sie noch eine kleine Lücke an der Kopfwand. Da wird auch eine Boulderwand installiert, die soll ja auch den Schulsport insbesondere dann auch befördern. Das wird dann noch im April geschehen und wir freuen uns dann sehr auf den Bundesliga-Start gewissermaßen in dieser Halle, Restart dann im Mai mit unserem Vorzeigeverein hier in Bad Wildungen, was den Bundesligasport anbelangt. Ja, insgesamt nochmals ein sehr spannendes Projekt. Ich darf allen Beteiligten herzlich Danke sagen an das Team der beauftragten Architekten, an die vielen Fachplaner, die solche Projekte dann zusammenführen müssen. Es sind viele spezielle Disziplinen, die sich ja dann auch fügen müssen zu einem guten Gesamtwerk. Das ist gelungen. Ich danke allen beteiligten Fachfirmen für die herausragende Leistung, die wir auch heute hier feststellen können. Wir haben ja auch Firmen hier aus der Region. Da sind wir schon einigermaßen stolz darauf. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, solche leistungsfähigen Unternehmen in der Region auch zu haben. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass der Standortbürgermeister auch zufrieden ist, dass wir heute jetzt vorankommen. Deshalb darf ich dem Bürgermeister kurz das Wort erteilen. Lieber Ralf, deine Bewertung. Ja, sehr geehrter Landrat Pandoras, lieber Jürgen, natürlich freue ich mich als Bürgermeister der Stadt Bad Wildungen, dass nach so einer langen Zeit und so viel Geld, was hier investiert wurde, der Bau oder die Turnhalle fertig saniert wurde. Eben beim Reingehen hat Frau Schütz gesagt, das riecht immer so angenehm nach neu. Und ich habe gesagt, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich war nämlich einer der Schüler, die die erste Unterrichtseinheit hier drinnen verrichten durften, nachdem sie das erste Mal neu eröffnet wurde. Von da kommen gewisse Erinnerungen hoch. Natürlich als Spielstätte für die Vipers absolut unabdingbar. Das ist natürlich wesentlich besser als im Edertal. Gut, die Tore, denke ich mal, werden noch kommen. Und als Standortsicherung für den Schulstandort Ense natürlich essentiell wichtig. Wobei man natürlich immer sagen muss, von außen wurde das immer als in Ordnung angesehen, aber war es ja nun tatsächlich nicht. Und das ist das richtige Signal hier für den Standort und ich freue mich einfach, dass der Landkreis, Land und Bund sich für den Schritt so entschieden haben. Vielen Dank an der Stelle an alle, die daran beteiligt waren. Ja, vielen Dank. Jetzt schaue ich mal Richtung Architekten, der uns jetzt mal kurz skizzieren kann. Was sieht man denn nicht, was trotzdem Geld gekostet hat? Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Pandorast. Ja, wir haben hier die Halle sanieren dürfen. Der Vorteil ist, dass ich hier früher selbst Sport drin gemacht habe. Da kannte man natürlich auch so die Tücken, die sie hatte. Wir hatten immer Probleme mit der Sonne, ne, dass man auf dem Feld stand, quasi plötzlich geblendet war, im Dunkeln stand und all solche Dinge. Das sieht man jetzt alles überhaupt gar nicht mehr, was wir da verändert haben. Also wir haben diese Problemstellen rausgenommen eigentlich aus der Halle, haben die mit geschlossenen Wänden dann hergestellt, hatte auch den Vorteil, dass wir dann eine bessere Wärmedämmung bekommen haben und sowas.
Aber ich kann ja mal ganz kurz skizzieren, was wir überhaupt gemacht haben. Also diese Halle wurde eigentlich zurückgebaut auf den Rohbau. Hier war alles draußen, bis auf die Wände. Das Dach haben wir gelassen, weil das noch in Ordnung war. Auch vom Schallschutz her schon damals saniert worden ist. Und wir halt quasi dieses Fass nicht mehr aufmachen wollten, da hätten wir dann nochmal 1 Million draufgepackt. Deswegen haben wir gesagt, das Dach bleibt drauf. War für die Bauphase natürlich auch gut, weil wir Wetterschutz hatten allzeit. Durch die großen Dachüberstände passte das ganz gut. Was hier natürlich passiert ist, ist sicherheitstechnisch und haustechnisch ist alles auf den neuesten Stand gebracht worden. Wir haben jetzt hier eine Halle, die ist eigentlich neu mit allem, was man hier so sieht. Wir haben jetzt hier eine Fußbodenheizung drin, haben quasi eine Dreifachverglasung, haben eine Lüftungsanlage, die im Veranstaltungsbetrieb hier für gute Luft sorgt. Das war also ein Problem, dass es immer sehr heiß war oben auf den Tribünen, weil einfach die alte Lüftungsanlage das nicht geschafft hat, da Luft hinzubringen. Das haben wir alles verbessert und das funktioniert jetzt alles. Dann haben wir neue Beleuchtung drin und neue Lautsprecheranlage, all solche Geschichten. Auch die kann der Verein und die Vipers mitnutzen. Diese Lautsprecheranlage, die ist auch sehr lautstark. Also die kann man schon gut hören überall. Dann sind die Tribünen erneuert worden. Das war auch ein Punkt, den wollten wir erst sanieren. Das ging dann aber nicht mehr. Es war also wirtschaftlich nicht sinnvoll, die alten Tribünen nochmal aufzuarbeiten. Dann hatten wir uns auch während der Bauphase entschieden, die zu erneuern. Daran hing dann das Geländer, dass wir die Öffnungen vergrößern mussten. All solche Sachen, die dann gekommen sind. An der Verein, Schule und den Vereins, also den Bundesliga-Handball, eine Halle geschaffen, die, hoffe ich, allen Anforderungen entspricht. Und dass wir nicht irgendwo was vergessen haben. Eigentlich haben wir versucht, alle zu beteiligen frühzeitig und alle Bedürfnisse, die da waren, zu berücksichtigen. Was auch noch fehlt, ist da oben eine kleine Theke, die ja dann für die Vereine und für den Handball benutzt wird. Die kommt aber auch noch im April, sodass die dann auch zum Start der Bundesliga, denke ich, da ist. Ja, ansonsten gibt es hier noch die Umkleidebereiche, die sind auch alle erneuert worden. Wir haben die Duschen alle neu gemacht. Es gibt jetzt 6 Einheiten quasi, immer mit einem Duschbereich, einem Umkleidebereich dazu. Dann gibt es leere Umkleiden und Behinderten-WCs, WCs im Flur für die Öffentlichkeit. Da vorne im Foyer gibt es öffentliche Toiletten für den Spielbetrieb, dann quasi, wenn hier Zuschauer sind, viele. Also das ist alles auf den neuesten Stand gebracht worden. Ja, die Vipers zurück in ihrem Wohnzimmer. Wie wirkt sich das eigentlich immer auf den Spielbetrieb aus, wenn man ja zu Hause in seiner Halle spielt? Ist das ein Unterschied? Ja, auf jeden Fall, weil zu Hause Heimspiele, da hat man immer den gleichen Rhythmus, hat immer gleichen Tagesablauf, man hat nicht die weiten Fahrwege, man hat natürlich die Heimzuschauer, also das ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn man irgendwo auswärts in einer mehr oder weniger unbekannten Halle spielt. Jetzt gibt es ja wirklich eine schicke, nagelneue Halle. Motiviert das zusätzlich zu sagen, wir wollen und wir müssen und wir werden weiter unser Bestes geben? Naja, ich denke, der Anspruch, unser Bestes zu geben, den haben wir die ganze Zeit schon. Aber es ist natürlich trotzdem immer was anderes, wenn wir jetzt wieder hier zurück sind. Und ja, ich denke, dass es vielleicht nochmal so einen extra Push gibt. Und wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass die Halle endlich wieder voll wird. Im Mai geht's los mit der ersten Bundesliga Damen. Gegen wen? Dortmund. Ist jetzt nicht Dortmund, BVB Dortmund. Das ist jetzt nicht unbedingt der einfachste Gegner, aber gut, wäre doch schön, wenn wir direkt hier eine gute Überraschung schaffen können. Ja. Ich kann mich mal an eine Situation erinnern gegen einen Verein, ich glaube Halle oder Magdeburg, wo nur noch eine Spielerin auf dem Feld war. Waren die Vipers auch dran beteiligt? War das so? Ja, genau, das war auswärts in Halle, aber damals. Die Gegner haben einfach so viele Zeitstrafen bekommen, dass letztendlich nur noch eine Feldspielerin auf dem Feld war. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, und wir haben ein Tor bekommen. Ja, wir haben noch ein Tor kassiert. Ich war aber allerdings nicht im Tor, muss man auch sagen. Nee. Ja, aber das sind doch auch so schöne Situationen, wo man sagt, das erlebt man eigentlich nur im Handball, ne? Ja, beim Fußball passiert nee. Das nicht. Nee, das will nicht schnell passieren. Jetzt ist Handball natürlich ein sehr dynamisches, ein sehr schnelles Spiel. Und Hallenboden ist kein Rasen. Die Verletzungsgefahr ist immer gegeben beim Handball. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass wir ein bisschen Einspielzeit sozusagen haben. Es ist tatsächlich so, dass alle Hallenböden immer unterschiedlich sind. Manche sind rutschiger, manche sind fester. So ist immer schön, wenn wir ein bisschen Anlaufzeit haben, uns wieder ja, mit dieser Halle wollen anzufreunden sozusagen. Ich meine, Verletzungsgefahr gibt es ja immer. Im Handball denke ich heutzutage umso mehr, aber dafür haben wir sehr gute, sag mal, Athletikprogramme, um auch die Verletzungsgefahr ja, so minimal wie möglich zu machen. Aber es gehört halt leider auch zum Leistungssport dazu. Hatten Sie so ein bisschen Mitspracherecht, weil Sie gerade den Boden angesprochen haben? Sie machen ja schnelle Wendungen, Stops. Hatten Sie da so ein bisschen Mitspracherecht? Oder sind Sie zumindest im Vorfeld mal gefragt worden, was hättet ihr denn gerne? Also wir jetzt nicht direkt, sicherlich, also da gab es schon Kommunikation mit unseren Vereinen, also wir als Spielerinnen und als Trainerin nicht direkt, aber ich glaube schon, dass es viel Kommunikation gegeben hat. Auf jeden Fall, toi 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 für die kommende Saison. Wo stehen die Vipers jetzt? Auf Platz 10. Platz 10, da ist ja noch Luft nach oben. Ne? Ja. Das, was Sie eben gesagt haben, man spielt, weil man oben hin will. Ne? Genau. Was wäre die nächste Liga? Euroleague, gibt es das? Nee, ja, es ist schon, ja. Kann man schon spielen, aber das ist dann schon nochmal ein großer Schritt bis zu den europäischen Plätzen. Also, ja. Da müsste noch einiges passieren. Und dann bräuchte ich auch eine Arena, also das lassen wir lieber. Also Ziel ist Platz 1, zufrieden wäre man auch mit Platz 2. Genau. Oder einfach nicht abzusteigen, reicht mir auch schon. Das ist ja das Gleiche.